Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, mein Lieben, ich bin unterwegs nach Alanya und ich wollte mir heute mal Alanya so ein bisschen anschauen. Ich war ja eigentlich, ja, ich bin nur da vorbeigefahren, aber so kenne ich mich in Alanya nicht aus. Daher wollte ich heute mal einen Tag für mich nehmen, um Alanya zu erkunden. Mahmutlar Kessel und so weiter und so fort. Ich bin jetzt hier in Auşalar. Da wollte ich mal, ja, mal runter und mir das Meer mal anschauen. Also heute ist super Wetter. Ich habe auch gesehen, vorne bei Auşalar oder Kızıl Ağaç, nennt sich dieser Ort, vor Alanya noch oder vor Auşalar noch, dass viele am Schwimmen waren. Da könnte ich das mal überlegen, vorstellen. 21.11. Man geht schwimmen, ne? Draußen. Gestern war windig, gestern war etwas kühler. Aber heute ist, wie gesagt, super Wetter. Genau, ich gehe mal hier runter zum Meer hier. Okay, ist hier steinig. Ich drehe mal die Kamera. Hört euch das Meeresrauschen an. Wie gesagt, ich wollte mal kurz hier runter und mir das mal anschauen. Hier ist die Hafen, meine ich. Und da vorne sind auch Hotels und so weiter. Ja, ich würde sagen, ich fahre weiter. Ja, ich habe noch nichts gegessen heute. Ich werde nachher, wenn ich eine Freund treffe, dann werden wir zusammen essen gehen. Ja, so sieht es hier aus. Wie gesagt, Hafen. Alles klar, mein Lieben. Ich gehe wieder zu meiner Lamborghini. Dann mache ich nachher weiter. Bis gleich. Ja, mein Lieben, ich bin immer noch in Auşalar. Ich bin dann 2 Kilometer gefahren, dann bin ich hier runter nochmal und ich habe gesehen, da sind einige hier, die tun da vorne, ja, picknicken. Da vorne sehe ich Angler, die angeln und irgendwie super hier. Also das optimalste Jahreszeit. Ja, ich habe weiße Schuhe, ich hoffe, ich mache die nicht dreckig. Am besten, ja, ich gehe wieder zurück. Ja, das finde ich schon hier. Lebensqualität, also ich bin schon seit 4 Tagen in der Türkei und der ganze Stress von den letzten Wochen, ich hatte wirklich Stress in Deutschland, den habe ich schon vergessen.
Also ganz ehrlich, die habe ich schon ganz vergessen. Und ich habe mich jetzt schon erholt. Ich bin noch für ein paar Tage hier. Dann geht es wieder zurück im Alltag, zum Alltag, Stress, Arbeit, ja. So, ich müsste erstmal hier hochkommen. Steinig, so. Alles kann mein Leben. Bis später. Ja, mein Lieben, ich bin immer noch unterwegs. Ich glaube, ich bin jetzt zwischen Ausstellung und Alanya. Das Meer, die Berge hier auf der linken Seite. Ja. Es sieht natürlich klasse aus. Auf jeden Fall. Also das, was mir gefällt hier in Alanya, ist ja, dass auf der rechten Seite das Meer ist und auf der linken Seite das die Berge sind. Und ja, das ist schon was Besonderes. Hier überall Palmen. Gut, dann bis gleich. So, mein Lieben, ich bin jetzt gerade in der Mahmutlar. Ich werde mich mit jemandem treffen. Den kennt ihr auch viele. Viele von euch kennen den. Ja, also wenn ich schon hier in Alanya bin, habe ich mir gedacht, dass ich mal jemanden hier treffe. Ja, so sieht Mahmutlar aus. Also Mahmutlar war ich noch nie. Also so Stadtinneren war ich noch nicht. Ich bin wie gesagt nur an der D400 vorbeigefahren. Aber hier die Stadtinnere war ich noch nicht. Ja, finde ich cool. Links abbiegen auf Kurmuriyet Boulevard. Also hier muss ich dann links abbiegen. Die Leute fahren halt nur ein bisschen, ja, verrückt hier. Da muss man wirklich aufpassen. Vor allen Dingen auf die Roller, Motorradfahrer muss man aufpassen. Große Anlage hier. Links abbiegen auf Baba Ruskadisi. Also ich muss hier links abbiegen. So, dann müssen wir gleich da sein. In 350 Meter Ankunft, Baba Ruskadisi. Ja, mein Lieben. Ich bin ja von Alanya wieder zurück. Ich bin in Malaugat. Es ist hier auf der Straße rappelvoll. Ich weiß nicht, warum das liegt, warum. Aber ich meine, es gab heute ein Fußballspiel. Die Türkei hat wohl, denke ich mal, gespielt und gewonnen. Weil, wie gesagt, es ist überall hier rappelvoll. Okay, hier bullen hier Polizisten. Oh, da war, denke ich mal, was anderes hier. Bestimmt mal Schlägerei oder so. Ja, ich habe mich wie gesagt mit Thorsten verabredet und das war ein schöner Abend mit Thorsten. Der hat auch einen YouTube-Kanal. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch seinen Kanal abonnieren würdet. Und ja. Ja, der Abend ist noch nicht zu Ende. Wir haben jetzt 21.30 Uhr und werde jetzt zu einem Lokal gehen, da gibt es wohl Live-Musik. Werde halt mit meinem Schwager da den weiteren Abend verbringen.
Ja, mein Lieben, da seht ihr, die fahren mit Hupe hier rum. Ja, wie gesagt, ich denke mal, Türkei hat gespielt und gewonnen. So, ich muss mich nochmal auf die Straße hier konzentrieren. Ja, mein Lieben, ich habe gesagt, Türkei spielt, ich glaube, Fenerbahçe hat gespielt. Da war gerade eben Rappel voll und die ganzen Polizisten waren auch unterwegs. Die Leute sind einfach durch die Straße gelaufen. Ich glaube, da war ein Derby-Spiel. Also nicht Türkei, also höchstwahrscheinlich Fenerbahçe gegen Beşiktaş oder gegen Galatasaray. Und wie gesagt, die Leute rasten ja richtig aus hier. Ist ja bekannt, Türkei ist ja eher so, ja, fanatisch, fußballfanatisch. Ja, ich gehe jetzt zum Lokal. Mein Schwager wartet auf mich. Da gibt es wohl Live-Musik. Und ja, kann sein, dass ich hier dann Schluss machen muss. Oder ich mache später gleich nochmal weiter. Ich gehe jetzt zu Fuß. Weiter kann man mit dem Auto nicht fahren. Ja, meine Lieben, wenn ihr von mir nichts hört, das war's heute von mir. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten. Danke, euer Fatih. Ciao, ciao.